Willkommen zurück bei The Crooked Man. Nachdem wir gestern so schön gestorben sind, spielen wir heute weiter. Wo waren wir denn? Ach, hier. Dann schauen wir uns doch erstmal um, bevor wir diese Schrift lesen. Da haben wir Wein, Wein, Wein. Weil irgendwas brauchen wir bestimmt, um dieses Viech jetzt gleich loszuwerden. Die Frage ist nur, was? Können ihn dem Glas erschlagen. Das hilft bestimmt. Hier ist überhaupt nichts. Irgendwie. Oh, few wine bottles. Randy. Es hat jede Menge Tonnen von Alkohol in sich. Might just catch fire if I drunk this. Was? I might? Ich werde vielleicht Feuer fangen, wenn ich das trinke. Oh, das ist ein Hint. Wir müssen die benutzen. So, ein Message in Red. Das war ja. Lass mich alleine. Bitte lass mich alleine. Komm zu mir. Ich warte auf dich. Und dann our nice friend come. From behind. Durch die Tür. Das haben wir gestern ja schon gelesen. Komm, mach irgendwas. How about that shit, boy? I guess that won't do much alone. What else can I do? Yeah, use some item. Wir haben doch hier. Ah! Jetzt, wo es schon in Alkohol getränkt ist, sollte es wirklich entzündlich sein. We burn down, down, down. Where did it go? Er ist weggelaufen. Oh. Was zur Hölle ist dieses Ding? Warum verfolgt es mit? Warum verfolgt es mich? How did it survive before? Wie hat es zuvor nur überlebt? Vielleicht will es uns in Wirklichkeit helfen. Ich brauche vielleicht etwas, um mich zu beschützen. Wo soll ich nur danach suchen? Ja, ich hätte gerne das Kitchen Knife. Wo war denn das? Das Kitchen Knife. War das nicht im Storage Room? Vielleicht kann ich das jetzt mitnehmen. Always neat in Event. Okay, das war hier die Library. Wo ist denn. Da unten war das, oder? Erster Stock. Ich habe erst gestern gespielt und weiß schon nichts mehr. Das ist eine Kunst. Da sind wir. Da war das Messer. Das will ich. Oh Gott. So obvious. Jetzt fällt das auch noch. Ein Früchtenmesser. Flutknife. Früchtemesser? Vielleicht sollte ich es mitnehmen. Um mich zu beschützen. Self-Defense. Wir speichern jetzt aber mal. Hier. Da liegt Blut? Das war aber zuvor nicht hier. Ist Sissy irgendwas passiert? Ich schau besser mal nach ihr. Noch mehr Blut, noch mehr Blut. Wo kommt denn das Blut her? Wand open, wand open. Okay. Geht das nach oben? Nein, es geht hier weiter. Oh. Ziemlich offensichtlich, dass es einer dieser Räume sein muss. Ah, die Tür war vorhin. Auf. Die vorhin war sie noch zugeschlossen, meine ich. Aber das ist Sissy und sie sieht noch lebendig aus. Empty. Hello. Talk to us. Sissy, was machst du hier? Du blutest am Arm. Also war das dein Blut? Wo hast du dir wehgetan? Nein, where you hurt?
Hast du dich verletzt? Ja, wenn sie blutet schon. Mein Arm hat sich in irgendwas verfangen. Ist nichts Großes. Bitte mach dir keine Sorgen. Aber es blutet sehr stark. Hast du dich hier ausgeruht? What if you have Anemia? Ist das hier Bluter? Oder Blutvergiftung oder so ein Scheiß? Ich bin nur ein wenig müde. Ich bin ganz schön viel gelaufen. Wirklich, mach dir keine Sorgen. Komm, gib mir deine Hand, Sissy. Ich habe ein Taschentuch. Ich kann es wenigstens etwas verbinden. Es ist wirklich, sie sehen aus wie James Sunderland and Mary. I guess this is better than nothing. Doesn't hurt. Es ist okay. Du bist so freundlich, David. You don't seem so well. Es scheint dir nicht so gut zu gehen. Ist irgendwas passiert? Nein, nichts. Es ist etwas dumm. Dumm? Es ist dumm, dass ich im Dunkeln herumwandere. Ganz alleine. In Löcher falle, meinen Arm verletze. Und mein Autofeind. Und das alles, um meine Box zu finden. Measly. But it's important, right? Ich weiß nicht, was Measly heißt. Es ist ein Memento von deinem Freund. Naja, es ist mein Ex-Freund, um genau zu sein. Du kannst bei ihr landen, Boy. Er hat mich vor einiger Zeit verlassen. But while we were dating, this hotel was our special place. Okay. Das war, als ich die Box verloren habe. Vielleicht ist es eher eine Truhe oder eine Kiste. I've been worried about it ever since. Ich hab mir seit damals Sorgen gemacht. Aber ich hab erst jetzt die Courage gefunden, herzukommen. Ich dachte, ich könnte alles über ihn vergessen. Aber das war nicht gut. Coming here, herzukommen, bringt all diese Erinnerungen zurück. Warum habt ihr euch getrennt? Du bist so neugierig. Ich weiß nicht. Maybe that's why I won't give up. Vielleicht ist das der Grund, warum ich nicht aufgebe. He said he appreciated my kindness. But when he broke up, he said it was all I had. Sie hatte nur ihre Freundlichkeit. Das war ihm nicht genug. Und er lag richtig. Deswegen konnte ich nichts sagen. I'm really a wimp. No wonder he would break up with me. Even he would hate a girl like me. Sad. Sorry. Ich will dich damit nicht belästigen. Ich werde ein bisschen hierbleiben und mich ausruhen. Oh, mir ist ein bisschen schwindelig. Danke für die Hilfe, David. Oh, ich habe das gefunden. Ich bin nicht sicher, wo es hingehört, aber found a key to somewhere. Danke. Überanstreng dich nicht, okay? Ich gehe dann. Und einen Safe, bitte. Was sagt denn unser Schlüssel? Somewhere unknown. Oh Gott, das bringt uns so weiter. Why are you always like this, David? Like what? You're always such a yes man. Just going with the flow. Don't you have a personality? I don't mean to. I mean, I try to think for myself. I don't see it.
that way? Ist das deine Ex-Freundin? You're not kind. You're just indecisive. Indecisive? Heißt das so? It would be the same with anyone but me, right? That's why I can't trust you. Look, please, just listen. I'm always thinking of you. If I'm in pain. Oh, if I am a pain, then I'm sorry. There you go again, thinking you can just apologize and everything will be fine. You don't understand a word I'm saying. Then what should I do? You just don't trust me, is that it? It's hopeless for us. I hate it to the end this way. I hate for it to end this way, but it would be just an annoyance for us both to stay together any longer. Thanks for everything, David. Goodbye. Oh, but wait, we can talk this out. Shirley. Okay, das war Shirley. Freundlichkeit ist alles, was du hast. Sissy und ich sind irgendwie gleich. Ah. Nice. The moment I realized he didn't love me. Der Moment, als ich realisierte, dass sie mich nicht liebt. Ich fühlte mich, als wäre ich nichts wert. Ich frage mich, ob Sissy die gleichen Gefühle hat. Wir können wieder laufen und speichern. Denn wir machen jetzt, obwohl wir können noch ein paar Minuten rumlaufen. Denn wir haben ja immer noch einen Key. Und den Flur könnte man noch checken. Da waren wir. Ich weiß, dass der eine Raum hier war auch abgeschlossen. Oh! Oh, wir kommen jetzt raus. Dann machen wir doch einen kleinen Cut und sehen uns gleich wieder.